Ja, da sind wir schon wieder. Oh ja. Alle beide. Und ihr könnt euch nicht wehren. Sehr gut. Kacke, ich hab voll den Fehler gemacht. Naja. Ja, du hast mit mir angefangen zu spielen. Das war ja, natürlich das, auf erstens, jeden Fall ein Fehler. Und zweitens habe ich, naja, egal, ich reiß das nachher ab. Was brauche ich? Oh, was zu essen. Was haben wir denn noch? Auch hier, 40 Bären, die holen wir uns mal in den Kopf. Großvater, der Wald ist so dunkel. Ich glaube, das ist auch nicht so schlau, hier mitten durch den Wald zu rennen, oder? Hm, wirst du ja dann sehen. Hm. Muss ich hier schon wieder die... Da stehen... Wie? Ich wurde... Ah, diese blöden Fliegen, ey! Alter Schwede! Weißt du, diese Libellen, die sind ja übel. Also ich habe hier noch keine Libelle gesehen. Ja, geh mal in Richtung Wald, dann sehen die dich aber. Nö, möchte ich jetzt nicht. Boah, sind die nervig, ey. Ja, habe ich schon direkt wieder... Wieder vergiftet, eine oder gewisse was? Vergiftung. Alter! Wie sah das denn? Alter, sah das cool aus. Sterb doch mal, ihr Viecher. Ich level ab über 22. Heftige hier, die sind so scheiße schnell. Ja, toll. Das war noch eine andere. Tytonomyra, Level 8. Aber ich habe ihn auch gekillt. Okay. Jetzt müsstest du das Bett auswählen können. Ach Mist. Ja, habe ich nicht dran gedacht. Macht aber nichts. Ich sehe von hier aus die Hütte am Leuchten. Na, dann geht's ja. Hab sie jedenfalls gesehen. Wie? Na, ich bin nur dummerweise ein bisschen, muss ich erstmal eben schwimmen. Aber ich weiß ungefähr, wo ich hin muss. Von daher alles gut. Oder? Hey. Oh Mann. Also ich habe eben auf jeden Fall definitiv den Schein der Hütte, also irgendeinen Schein gesehen, so. Nachts schwimmen ist auch doof eigentlich. Ist nämlich echt kühl. Na, da ist die Hütte, alles klar. Schon wieder eine Axt veräxt. Ja, mit der Axt oder was? Genau mit derer welche. Verstehe. Oh, ist das schön, ey. Endlich habe ich die Grafik vernünftig und ich kann mich hier ohne Rumgelegge bewegen. Was hast du denn geändert? Ich habe die einfach mal pauschal nur auf High gestellt, die Sachen. Und nicht auf Epic. Nein! Doch. Warte mal. Wieso kann ich denn nicht schnell rennen? Keine Ahnung. Weil ich zu schwer bin. Scheiße. Schmeiße er was weg. Ja, ne, das hat sich erledigt. Dann schmeiße er nichts weg, sondern sterbe er einfach wie ein Mann. Wo ist denn jetzt das Paket hier? Oh ne, gut, der Saurier ist abgehauen. Huh. Hier kommt schon wieder so ein Paket runter. Schnell mal ein paar Bären in eine Birne holen hier. Ja? Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg zu meiner Leiche. Das wäre schon ganz cool. Wobei. Ach nee, komm. Da bin ich ganz. Ach, leck mich doch am Popos. Wo bist du denn? Ach, ich bin doch am Arsch der Welt. Also nicht direkt am Arsch der Welt, aber... relativ weit weg. Achso, nur zur Info, wenn du dich ausloggen solltest hier auf dem Server, dann die Welt ist persistent, ja, also die ist immer da, solange der Server läuft, und du schläfst dann quasi nackt irgendwo, wo du bist. Also deine Leichen sind quasi angreifbar. Ja. Okay, das heißt, dass ich da dann doch ein bisschen vorsichtig sein sollte, ja? Ja. Bin ich genau an dem Lichtschein, hab nix und kann da nicht hingehen, weil da so ein doofer Saurier vorsteht. Verdammt! Musst du mal dein Schild abreißen, damit ich hier
Jo, das war auch nur so, weil ich drei Schilder gecraftet habe, um die Boxen zu bezeichnen. Und das hat nicht funktioniert. Da habe ich mir gedacht, na gut, eins kannst du wenigstens mal da vorne hinstellen. Damit ich ihn nicht so ganz sinnlos gebaut hatte, weißt du? Ja, super, jetzt gibt es auch noch Regen. Ich sehe hier gar nichts. Ach, das ist ätzend. Und lass mich warten. Und da ist noch die Flo. Kein blassen Schimmer, wo du bist. Nee, ich auch gerade nicht. Mehr. Ich weiß nur, dass mir so ein blöder Diplosaurus-Fuzzi hinterher rennt. Was ist eigentlich, wenn du einen Rang? Ja? Was ist eigentlich, wenn du mit dem Haustier, also mit dem Saurier unterwegs bist und dann verreckst? Ja, dann bleibt der Saurier dort an der Stelle stehen. Okay. Das kann schlecht sein. Denkst du an nichts Böses, auf einmal stehst du unter einem Schwanz von so einem Brachio, ne, so einem großen halt. Dann scheinst du ja in der Nähe schon zu sein, weil ich habe auch so ein Riesenvieh gesehen. Ja, ich müsste auch ungefähr in der Nähe sein, naja, was heißt in der Nähe, ist auch übertrieben, aber ich bin auf der richtigen, auf dem richtigen Weg, aber ich verhungere gleich eh erstmal offensichtlich. Okay. Weil, ich habe schon so einen lilanen Schein im Bild. Also ob ich es noch zurückschaffe, darf bezweifelt werden. Und ich sehe hier gar nichts. Jetzt rennt mir schon wieder so ein Diplomat hinterher. Der will mal mit mir über die EU sprechen. Ja. Jetzt sehe ich aber definitiv den Schein. So, die Tür habe ich. Das Dach. Ja, vielleicht überlebe ich es noch. Wenn mir jetzt kein... dieser Scherge ins Level kommt. Level 15 brauche ich dafür. Okay. Jetzt bin ich, glaube ich, da, wo wir vorhin den Dodo getamed haben. Also nicht vorhin. Nein, wir nehmen doch hier nicht in riesengroßen Sessions auf. Gott, vor ein paar Tagen haben wir den getamed. Das glaubt uns sowieso keiner. Nee, ne? Nee. Also okay, mir ist kalt, ich habe tierisch Hunger. Ich bin erschöpft, müde. Aber ich sehe Beate. Und den Doof-Doof. Und yay, hallo. Ich bin's. Hallo. Muss ich erstmal was futtern. Dann muss ich meine Klamotten wiederholen. Weil ich weiß nämlich noch ungefähr, wo ich gestorben bin. Und das ist ganz praktisch. Wie lange bleiben die Sachen liegen? So eine Viertelstunde oder was habe ich gelesen, ne? Ja, da läuft so ein Countdown ab. Könnte ich ja vielleicht Glück haben, die Sachen noch zu kriegen. Okay. Wenn mir nicht wieder irgendwelche doofen Libellen den Tag vermiesen. Die sind echt so fies schnell. Ja, glaube ich. Aber mit der nächsten Stufe 15 kann ich dann einen Bogen schon craften. Du willst auf Insekten mit dem Bogen schießen. Nee, ist eine tolle Idee. Warum nicht? Das funktioniert bestimmt sehr gut. Meinst du? Mhm. Ganz prima. Ich höre da so eine gewisse Ironie raus. Nein, nicht doch. Würde ich mir nie erlauben, ironische Bemerkungen zu machen zu deinen fundierten Aussagen. Ja, ja, not enough stamina to jump. Vielleicht sollte ich nicht die ganze Zeit durch die Gegend rennen. Ah, ich brauche gleich wieder ein bisschen Stamina. Ja, super. Die doofe Libelle hängt genau über meinem... Jetzt kommt sie schon wieder. Was ist denn, wenn ich schon wieder sterbe? Habe ich dann zwei Leichen liegen, oder? Ja, da liegen dann zwei Leichen. Okay. Ich brauche nämlich... Alter, sind die Viecher ätzend! Ich glaube, ich hab's gekillt.
Und noch hatte ich keine Todesmeldung von dir. Nee, ich glaube, ich habe das Ding gekillt. Mit bloßen Fäusten. So, take all from inventory. Und dann ziehen wir uns mal wieder an. Das Hotel. Was für ein Hotel? Es wird hell. Ach, es wird hell. Ja, wird es. Ja, Entschuldigung, ich kann ja nicht alles verstehen, was du redest. So, ich... Also entweder ist hier herrlich heftigst starker Wind oder die Bäume haben Epilepsie. Ja, das ist ein Bug. Den gibt's schon ewig. Okay. So, jetzt bin ich ja wieder im Geschäft hier. Sehr schön. Müsste nur noch mein Leben wieder hochgehen. Gibt's auch nachher noch irgendwie so Verbandskästen oder was, dass du dein Leben sofort heilen kannst, oder? Das ist eine sehr gute Frage. Deswegen stelle ich die. Ich stelle nur gute Fragen. Sollte dir irgendwann mal aufgefallen sein. Aber ich weiß es nicht. Verdammt. Siehst du, ich stelle gute Fragen, aber dem Falschen. Glaube ich auch. Hehe. Was sind hier? Hm? Nee, das sind Blätter. Hm. Auch Tatch brauche ich, Tatch. What the fuck? Hier rennen aber auch riesengroße Viecher rum. Mich war nicht. Geil, hier ist ein kleiner Mesovieh, irgendwas, so ein kleiner Affe. Da rennt ein Raptor rum, ich muss hier weg. Bleib doch hier, ich will dich doch nur töten. Dein Ernst jetzt? Brauche ich Wood. Okay, Wood kann ich nicht mehr. Dann hau doch ab. So, was haben wir denn da schönes Großes? Ob ich es wohl töten kann? Ein Paraceratium. Level 12. Den könntest du kaputt kriegen. Hau mal drauf. Oh, oh! Nein, kann ich nicht. Aber den Namen habe ich noch nie gelesen. Also hätte ich vielleicht lieber doch Nein sagen sollen, wa? Ja, oder wenigstens du, ich habe keine Ahnung. Sowas in der Art, weißt du? Aber jetzt kann ich im Bett respawnen. Ja. Problem ist an der Sache. Dann kann ich ja mitkommen. Ja, jetzt muss ich erstmal meine Sachen wiederfinden, weil das ist jetzt echt nicht so einfach. Aber es ist wenigstens Tag. Wer denn? Aua, ich habe versehentlich gegen die Tür gehauen. Wieso kann ich die Tür nicht aufmachen? So. Also die Beule in der Tür, das war ich. Okay. Warte mal kurz. Muss mal schnell ein bisschen Zeug loswerden. Und zwar... 9. Yay, wir haben eine Veranda. Cool, oder? Geil. Okay, jetzt bin ich wieder leicht und... Nehm mal die Keule in der Hand. Ich sehe so scheiße aus, ey. Aber ich wohl besser, oder was? Du bist total hübsch. Mhm. Ist klar. Muss ich... Also du sagst Bescheid, wenn du mich aus dem Blick verlieren solltest, ne? Ja, noch geht's. Du bist ja nicht in den Wald reingegangen, oder? Nee, nur so ein kleines Stück. Ich bin dem Affen hinterher gerannt. Und dann habe ich den Großen gesehen. Dann wollte ich den killen. Und naja. Dann sagte Rico, oh, den könntest du platt kriegen. Und dann habe ich den aber nicht platt gekriegt. Und dann habe ich gelegen. So war die ganze Geschichte. Okay. Bin ich mal gespannt, was du angegriffen hast, ne? Ja, ich hoffe mal, dass ich das... Da ist der, glaube ich. Ja, da ist der. Den ich angegriffen habe. Und irgendwo müssen hier meine Klamotten rumliegen. Da vorne, der Große da. Und irgendwas steht da noch am Baum. Ja, Parasur ist nicht so. Na gut. Ja, aber das Riesenvieh hast du angegriffen hier? Ja, du. Nee, der war das nicht. Der ist ja Level 16. Oder steigt der, wenn der mich killt? Möglich.
Weil jedenfalls. Alter, was greift mich hier an? Was ist das denn, Alter? Eine kleine Libelle zufällig? Nee, Titamorinia. Ja, das ist so eine kleine Libelle. Das. Nee, das sind Ameisen, sind das. Ach, Ameisen! Uah. Deswegen habe ich vorhin in der Luft gesucht nach den Viechern und die nicht gefunden. Oh Mann, ey, wo sind denn meine Klamotten? Ich würde dir helfen, aber ich habe keine Waffe, keine Waffe. Ja, sind schon kaputt, ey. Ich muss meine Sachen wiederfinden. Ich will die nicht verlieren. Da waren die ganzen Klamotten drin. Ich habe keinen Bock, neue zu machen. Aber irgendwie kann man hier nicht. Kriegt man aus den Viechern nichts raus, wa? Doch, Chitin. Wenn du mit der Axt drauf haust, alles klar. Ach, nett. Also, wenn du irgendwo einen Rucksack rumstehen siehst, dann. Sagst du mir schon Bescheid, ne? Ja. Ach, ich sehe wieder nichts, weil die Sonne mich blendet. Kriegt die Viecher irgendwie nicht kaputt, ja. Nicht so wirklich. Ah, Mann. Also ich bin hier reingegangen. Hier muss das irgendwo sein. Mann, jetzt ist hier so eine dämliche Schildkröte. Ich gehe am Stock. Ja, und die mag mich natürlich jetzt auch nicht. Super. Ja. Warum greifst du die denn an? Nein, das war beim Hacken, ist sie mir ins Bild gelaufen. Also. Na gut, dann will ich nichts gesagt haben. So, habe ich irgendwas vergessen? Vorsicht, hinter dir. Ich renn schon. Okay, die Kampfmusik ist alle. Aus, nicht alle. Hab ich nichts zu essen einstecken? Scheiße. Wo zum Teufel steht mein Rucksack? Muss doch hier irgendwo gewesen sein. Ich sehe das schon kommen, ey. Ich darf mir gleich wieder komplett neue Klamotten basteln. Wenn wir hier mit durchs Gebüsch und gucken mal. Nebenbei muss ich mal schnell was essen, sonst haut es mich gleich aus den Socken. Bin wahrscheinlich schon 10-mal dran vorbeigerannt. Ja, ich weiß ja nicht genau, wo du gestorben bist. Ja, ich ja. Scheiße, ich hab ein Diplo aufgeschreckt. Wenn ihr mal weiter in dem Umkreis rum. Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, wo ich gestorben bin, aber. Also warte mal, ich bin von hier aus gekommen. Bin ich auf diesen großen Baum bin ich zugegangen, weil ich gucken wollte. Oder war das hier vorne noch? Nee, hier sind wir ja. Nee. Hier war das nicht. Das war weiter hinten. Wird einem das angezeigt, sobald es weg gespawnt, also despawned ist? Nein. Schade eigentlich. Ich muss mal eben. Warte mal, hier bin ich lang gegangen. Bin ich hier noch ein Stück weiter gegangen? Ah ja, hier bin ich noch hochgehüpft. Das muss da hinten irgendwo sein. Hier habe ich noch irgendwo einen Baum gefällt. Ist nicht mal, wo da ist der Baum. Nee, ich bin ein Stück weiter gegangen, oben auf der Klippe. Ah, alles schön hohe Pflanzen hier. Super. Da bin ich hochgerannt, dem Affen hinterher. Dann nahm das Schicksal nämlich seinen Lauf. Ah,
Alter, hier ist ja alles total da ist dicht. Das Viech, was ich angegriffen habe. Das hat nämlich auch Level 12, vermute ich mal. Aber ich sehe dich nicht. Jo, das ist ein Level 12er. Nee, ich bin auch ganz schön weit weg von dir. Ach, da bist du. Ich sehe, hab dich gefunden. Hier ist der Bereich, wo irgendwo meine Klamotten liegen müssen. Na gut, wie gesagt, wenn sie weg sind, sind sie weg. Ist ja nicht so, dass wir jetzt im Moment Fiber-Probleme hätten. Also ich kann mir ja ratzfatz alles wieder herstellen, aber schade wäre es trotzdem. Hier jetzt alles fiebermäßige abzubauen ist ein bisschen heavy. Ja. Weil ich glaube nicht, dass du hier deine Tasche wiederfindest, ehrlich gesagt. Ich auch nicht, ne? Das sind ein bisschen hohe Gräser alles. Naja. Dann muss ich mich halt neu einkleiden. Und wir sind bei 20 Minuten. Alles klar. Dann sag ich schon mal Tschüssi. Ich auch. Und ja, denn bis dann.